Israel. Ein kleines Land. Und dennoch wirkt die Negev-Wüste im Süden des Landes schier unendlich. Aber obwohl es hier so trocken ist, trägt auch hier der seltene Regen dazu bei, das Land zu formen und seine Täler zu gründen. Jeder Tropfen, der hier fließt, rinnt nur einem Ziel entgegen: dem tiefsten Punkt der Erde. Und so er nicht vorher verdunstet oder versickert, wird er am Ende von einer hochkonzentrierten, salzigen Lauge verschluckt. Yam Hamelach ist hebräisch und bedeutet Salzmeer. Dieses Meer hat eine so hohe Salzkonzentration, dass Leben hier unmöglich ist. Das Salz kristallisiert nach oben aus und kriecht über jeden Gegenstand, der im Wasser oder am Ufer zurückgelassen wurde. Und so entsteht eine bizarre Salzlandschaft, die nur ihren eigenen gegebenen Gesetzen folgt und Sträucher und Steine gnadenlos überkrustet, einschließt und verschluckt. Auf dem Weg zu diesem einzigartigen, aber lebensfeindlichen Ort strömt das Wasser in tiefen Furchen seinem Ziel entgegen, um Pflanzen und Tiere zu tränken, ehe es zu spät ist und solange es noch süß ist. Diese so entstandenen Täler sind fruchtbar und grün. Sie beherbergen eine Vielzahl an Tieren aller Art. Auch der nubische Steinbock profitiert davon. Er ist auf das regelmäßige Trinken angewiesen. In kleineren Verbänden zieht er über die Berghänge und ernährt sich von dem saftigen Grün der Bäume und Sträucher. Hohe Geschwindigkeit und Trittsicherheit, mit der er über das steile, unwegsame Gelände eilt, ist typisch für alle ziegenartigen Säugetiere. Nur sehr selten kommt es zu einem Absturz.
Die Jungtiere bleiben in der Regel bis zu 3 Jahre an der Seite ihrer Mutter. Ebenso tagaktiv wie der nubische Steinbock ist der Klippschliefer. Scheinbar schläfrig sitzt er auf dem Fels. Aber er ist hellwach. Er beobachtet die über ihm schwebenden Greifvögel sehr genau. Die Tiere kommen in großen Teilen Afrikas vor und sind äußerst anpassungsfähig. Der israelische Klippschliefer ist nicht nur der nördlichste seiner Art, sondern auch der niedrigste. Von seinen Brüdern auf dem Mount Kenya sind die Tiere hier rund 4700 Höhenmeter getrennt, denn hier leben sie 400 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Die Jungtiere werden in felsigen Höhlen oder wie hier in einem großen Nest aus altem Schilfbestand aufgezogen. Hier gibt es ausreichend Schutz gegen Räuber aus den Lüften. Vor den seltenen Leoparden, die es in dieser Gegend auch noch gibt, bietet ihr Zuhause jedoch wenig Schutz.
Egal ob nubischer Steinbock oder Klippschliefer. Sie profitieren von dem wenigen Regen, der auf dem Weg ins Tote Meer eine karge Landschaft formt, die ihre ganz eigene Anziehungskraft besitzt. Sie gehören zu den wenigen Tierarten, die von sich mit Recht behaupten können, am tiefsten Punkt der Erde zu Hause zu sein.